Guten Morgen, Deutschland. Ja, 24 Stunden sind jetzt um, seit gestern Morgen, seitdem ich euch von der Razzia berichtet habe bei Jürgen Elsässer und seinem Kompaktmagazin. Und der Aufschrei ist natürlich erwartungsgemäß riesig. Viele sprechen von dem Angriff auf die Pressefreiheit, sogar in den Massen- und Leitmedien, wie zum Beispiel auf der Welt. Auf der konservativen Welt wird das sehr, sehr kritisch gesehen, was da gestern passiert ist. Was ist denn da gestern passiert? Gestern gab es Razzien, auf einen Erlass von der Bundesinnenministerin, dass ein Presseorgan, ein Magazin, eine Zeitung, eine Firma, eine GmbH nach Vereinsrecht verboten wurde. Das stand gestern schon im Raum und hat sich im Laufe des Tages bestätigt. Kompakt ist eine GmbH, auch ihre Unterfirma ist eine GmbH. Und man hat sie in das Vereinsrecht im Grunde genommen reingepackt, um sie dann verbieten zu können. Nach Vereinsrecht verbieten zu können, den sogenannten Verein dahinter. Der Punkt ist aber, was im Laufe des Tages dann immer mehr nicht nur klar wurde, sondern eigentlich von Anfang an klar war: Es gab bis jetzt nicht ein einziges Verfahren seit 2010 gegen Kompakt. Es gab keinen einzigen Artikel, der irgendwie, ja, irgendwas juristisch mal angegangen wurde. Gar nichts, überhaupt nichts. Es ist strafrechtlich. Hat nie, bis jetzt, stand jetzt, gegen Kompakt was vorgelegen. Frau Innenministerin Faeser ist also hergegangen und hat ein Presseorgan verboten, welches nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Und die Begründung, die sie dafür liefert, wäre ja, weil dieses Blatt die rechtsextremistische Szene vernetzen würde, weil man dort Dinge sagen oder schreiben würde, die man ja sonst nicht sagen darf. Ich hatte es gestern schon mal angedeutet. Maske im Freien, die Impfung, die nebenwirkungsfrei war. Genau das waren Themen, die dort aufgearbeitet wurden, wo die Wahrheit gesagt wurde, ohne dass man dafür in irgendeiner Art und Weise kritisiert wurde. Denn wir erinnern uns, was war denn mit den öffentlich-rechtlichen Medien in der Corona-Zeit? Was war denn mit den Massen- und Leitmedien in der Corona-Zeit? Haben die sich kritisch mit der nebenwirkungsfreien Impfung auseinandergesetzt? Haben die sich in der Corona-Zeit kritisch mit den Lockdowns und den Schulschließungen und der Maskenpflicht auseinandergesetzt? Nein, das haben sie nicht. Die, die es getan haben, das war das Kompaktmagazin im Großen, als Printmedium. Und das ist also der Grund, Frau Faeser, warum man das jetzt verbietet? Oder ist es die Tatsache, dass das Kompaktmagazin noch vor 2 Tagen ein Interview geführt hat in Russland, in Moskau, mit der Sprecherin des Kremls? Ist es das vielleicht, warum man das verbietet, weil das ja Putin-nah wäre, weil man es ja Russland-freundlich wäre, weil das eigentlich zu einer Medienarbeit gehört? Vielleicht möchte Frau Faeser auch demnächst Tucker Carlson in Deutschland verbieten, weil er ja schließlich mit Putin zusammengesessen hat und ein Interview geführt hat, nicht wahr? Vielleicht ist das der nächste Schritt von Frau Faeser. Und was hat's denn auf sich, dass sie sagt, sie würden zum Hass gegen das jüdische Volk anstacheln? Ich kann mich an keine einzige Ausgabe erinnern, wo das jemals der Fall war. Denn dann hätte es doch mit Sicherheit schon längst, seit 2010, ein strafrechtliches Verfahren gegeben. Was hier von Frau Faeser gemacht wurde, war im Zuge des Wahlkampfes, der jetzt in Thüringen, Sachsen und Brandenburg stattfindet. Und das ist
meine persönliche Meinung. Der Versuch, ein großes Organ, ein großes Presseorgan, ein großes Printmedium, welches AfD-freundlich ist, welches gerade, und ich habe das gestern schon mal im Video gesagt, unter anderem die Blaue Welle als große Veranstaltung durchführt, was die AfD unterstützt, diese Möglichkeit zu unterbinden, dass im Zuge der nächsten anderthalb Monate der AfD keine Möglichkeit gegeben wird, irgendwo Fuß zu fassen, liebe Leute. Darum geht es der Frau Faeser. Das ist meine persönliche Meinung. Alles andere, das sind vorgeschobene Gründe. Wenn man sich alleine anschaut, was in der Taz, was teilweise in diesen linken Blättern veröffentlicht wird, dann ist das unter dem Deckmantel von Hass und Hetze teilweise weitaus schlimmer als das, was bei Kompakt je veröffentlicht wurde. Und dass man sich manchmal auch zu historischen Dingen kritisch äußert, nun ja, auch das ist nicht unbedingt etwas, was man gut halten muss. Aber auch da sind bis jetzt keine Strafverfahren gelaufen. Wenn Kompakt etwas Historisches berichtet hat, zum Beispiel von der schlimmen Zeit, liebe Leute, der schlimmen Zeit Deutschlands, dann gab es auch da komischerweise bis jetzt kein Strafverfahren. Die Welt, nicht nur die Welt, auch viele Staatsrechtler, auch viele Verfassungsrechtler haben sich gestern hingestellt vor die Kameras und haben Frau Faeser ganz klar gesagt, das war ein großer Fehler, den sie da gemacht hat. Und das kann ihr möglicherweise den Job kosten. Ich glaube natürlich nicht, weil Frau Faeser klebt auf ihrem Stuhl so fest. Da müsste man schon den ganzen Stuhl gleich mit raustragen, liebe Leute. Oder den ganzen Thron, auf dem sie sitzt. Fakt ist aber auch, wenn das nicht normal abläuft, wenn es also nicht mit rechten Dingen ablaufen sollte, aber wenn es im Normalfall vor Gericht abläuft, was mit Kompakt gestern passiert ist, dann wird diese Innenministerin, dann wird diese Regierung mit diesem Verbot krachend scheitern. Es waren bis jetzt keine strafrechtlichen Ermittlungen. Sie haben keine Gewaltaufrufe gemacht. Ja, sie haben von Widerstand gesprochen. Oh, was machen denn die Linken? Was machen denn die Linken, bitteschön? Reden die nicht von Widerstand? Nein. Reden die nicht davon, das kapitalistische System abzuschaffen? Reden die nicht davon, AKAP zu rufen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Kompakt mal AKAP gerufen hat. Ja? Liebe Leute, Fakt ist, diese Nummer gestern, und da hat Herr Elsässer recht, ist das politische Grab von Nancy Faeser, von der SPD, von dieser Ampelregierung. Und zwar spätestens dann, wenn es vor einem ordentlichen Gericht krachend scheitern wird. Schönen Tag euch.